Hallo, da bin ich mal wieder mit einem neuen Video und diesmal ist Beamstar das Hühnchen dran. Das war, glaube ich, meine dritte Ultraman-Figur. Ne, doch, die zweite. Ist doch jetzt wurscht. Auf jeden Fall sieht die auch schön aus. Hier sind erstmal wieder die Kärtchen. So, hier ist wieder so ein animiertes Bild. Hier wieder so Daten, wie groß er ist. Fußabdruck. 46 Meter groß ist er. Dann komplett weiß. So weiß ich wohl selber was drauf machen oder was. Und das war's. So. Jetzt zur Figur. Die ist wirklich richtig schön gemacht. Die ist von 1983. Also jetzt nicht die Figur selbst, sondern da wurde die Form zum ersten Mal verwendet. Und die Details sind auch wieder richtig schön. Naja, der Stachel wäre eigentlich gelb. Aber sonst sieht sie doch richtig schön aus. So, wenn man da reinkommt, ätzt es einen das Körperteil weg. So war es in der Serie immer. Bewegen kann man den Kopf, aber das ist nur ganz schwierig. Ich mach's jetzt nicht ganz, das geht doch wieder ab. Und die Arme. So. Das war's dann mal wieder, bis zum nächsten Mal.